Hi, ich bin hier mit dem Herr Wendt in der Tante Ju. Das ist der Chefpilot der Tante Ju. Hallo. Hallo. Was ist denn die Tante Ju eigentlich genau? Die Tante Ju ist eine Junkers Ju-52, schon über 80 Jahre alt, 82 Jahre jung ist die Dame geworden im April und ist das einzige und schönste historische Flugzeug der deutschen Lufthansa Berlin Stiftung in dieser Größe. Wir sind Besatzungsmitglieder von der Lufthansa und erhalten dieses schöne Stück Luftfahrtgeschichte für den deutschen Luftraum, die Besatzungen, die sind selber Lufthansa-Piloten, also ich bin Kapitän auf dem A340 bei der deutschen Lufthansa und so fliegt jeder von unseren 24 Piloten auch bei der Lufthansa. Unsere Flugbegleiter sind auch Flugbegleiter der Lufthansa und denen haben wir noch ein vierköpfiges Technikteam, auch alles Lufthansa-Leute. Und ich sage mal mit einem Augenzwinkern, die Tante Ju ist das wahrscheinlich bestgewartetste Lufthansa-Flugzeug. Ja, sieht auf jeden Fall auch so aus, mega stylisch, trotzdem noch der alte Touch, also sieht ganz schön antik aus. Wo wird die Tante Ju denn überall eingesetzt? Wir fliegen deutschlandweit, manchmal auch ins europäische benachbarte Ausland. Stationiert sind wir in Hamburg und beginnen dann im Mai, jetzt am 1. Mai, unsere Rundflug. Da machen wir wie so eine Tournee. Das heißt, wir fliegen dann von Berlin aus nach Dresden, machen dort Rundflüge 3 Tage, dann geht es weiter nach Leipzig. 2 Tage, dann geht es nach Hannover, Entschuldigung. Und so hangeln wir uns immer mehr durchs Land und fliegen Rundflüge, Streckenflüge bieten wir an. Und das machen wir ungefähr 2 Runden pro Jahr. Das heißt, wir fliegen pro Monat 20 Flugtage und das eben in den 6 Monaten von Mai bis Oktober in Gesamtdeutschland.